Sollte die Regierung einen Denkzettel verpassen, dann macht es aber richtig am 26.09. Wie ihr es richtig macht, zeige ich euch. Servus, grüßt euch, ich habe die Ehre. Ihr wollt der Regierung einen Denkzettel verpassen und wisst nicht so richtig, was ihr wählen wollt. Es gibt sehr viele kleine Parteien wie Freie Wähler, Die Basis, Bayernpartei und so weiter und so fort. Verschenkt aber bitte eure Stimme nicht. Wenn ihr Freie Wähler, Basis, Bayernpartei, wie auch immer, Tierschutzpartei, keine Ahnung, wenn ihr die wählt, dann verpasst ihr der Regierung keinen Denkzettel. Denn die Regierung lacht sich eins, wenn ihr die wählt, weil der einzigen Opposition, die es im Deutschen Bundestag, nein, die es in ganz Deutschland gibt, die einzige Opposition ist die AfD. Wir sind in keiner Regierungsverantwortung. Wir müssen nicht vor irgendjemandem zurückstrecken und müssen sagen, ja, ob das mein Koalitionspartner in dem Land will, ob das mein Koalitionspartner im Bund will. Nein, wir können frei raus gute Oppositionsarbeit machen und die war auch bisher erfolgreich. Ohne AfD hättet ihr nie was vom Migrationspakt erfahren. Ohne AfD wäre die ganze Dieselgeschichte nie im Bundestag debattiert worden. Es wäre alles an euch vorbei gewunken worden. Das beste Beispiel heute in der Sondersitzung war ja wieder, dass man in ein Gesetz, ein sogenanntes Omnibusgesetz hineingemacht hätte. Da hätte man in das Hochwassergesetz, was ich für gut finde, Infektionsschutzgesetze mit reingeschrieben und hätte es als einmal abgestimmt. Wir wären dagegen gewesen, hätte jeder gesagt, naja, die sind gegen Hochwasserschutz. Nein, ganz und gar nicht. Aber da waren Artikel mit drin für den insgeheimen Impfzwang beziehungsweise fürs Denunziantentum, dass ein Arbeitgeber abfragen darf den Impfstatus seiner Mitarbeiter und dementsprechend dann die Mitarbeiter auch entlassen darf. Und wenn ihr jetzt in der Wahl am 26.09. irgendeine Kleinstpartei wählt, Freie Wähler, Die Basis, Bayernpartei, Tierschutzpartei, die Grauen Panther, die Rentner, keine Ahnung, wie sie alle heißen, verschenkt ihr nur eure Stimme und Laschet, Scholz und Co. freuen sich. Und sind wir uns einmal ehrlich, wenn ihr nicht AfD wählt, wählt ihr Grün. Das ist auch eine Sache. Oder wenn ihr gar nicht wählen geht, wählt ihr genau das, was ihr nicht haben wollt. Weil es kommt immer das andere raus, als was man selbst haben will. Also bitte, wenn ihr vielleicht da nicht 100% mit der AfD übereinstimmt, übrigens, bei mir kommen beim Wahl-O-Mat auch nur 98% raus. Also ich bin auch nicht 100% AfD. Ich muss nur gucken, was ich anders denke, als wenn so ein Programm denkt. Aber es ist die einzige Chance, um Grün zu verhindern, AfD zu wählen. Es ist die einzige Chance, um den Altparteien, den regierenden Parteien, meines auszuwischen. Selbst eine FDP, die steht ja jetzt schon in den Startlöchern für Rot, Grün, Gelb. Also, wie es so schön heißt, die Ampel, also Rot, Gelb, Grün, die Ampelregierung. Und denen ist es egal, wenn der große BMW oder der große Audi oder Mercedes vor der Tür steht, dann bekommt Lindner ganz weiche Knie. Ähnlich wie Aiwanger bei den Freien Wählern. Jetzt macht er ein bisschen Show-Opposition in Bayern. Ansonsten hat er immer alles abgenickt. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, die ganzen Corona-Regeln und alles, die werden ja im Bundesrat extra abgestimmt. Und es war immer 16-0. Das heißt, alle, egal ob Linke, Grüne, FDP, alle sitzen im Bundesrat und alle haben brav mit abgenickt. Also, bitte geht in euch. Bitte überlegt euch wirklich, was ihr macht am 26.09. Weil nur und auch wirklich nur mit der AfD straft ihr die Regierenden ab, straft ihr die anderen Parteien ab. Und nur mit der AfD bekommt ihr ein freiheitliches Deutschland, aber normal. Danke fürs Aufpassen, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan, Servus, pfiat euch, habe die Ehre.